Hallöchen, willkommen zurück hier bei Outcast Second Contact. Ja, der letzten Folge in unserem fünfteiligen Schauen wir mal. Hat ein bisschen gedauert, die rauszuhauen, aber jetzt kam halt Aberration dazwischen. Da habe ich mir gedacht, komm, wie du das jetzt hier so auf die Schnelle machst. Und vor allen Dingen, so konnte man noch mal so ein bisschen Kommentare zum Spiel einsammeln. Das fand ich ganz interessant. Haben viele eigentlich gesagt, dass es sehr, sehr cool ist, dass es gut aussieht und dass Outcast sowieso ein klasse Klassiker ist. Ein schöner Satz, den ich hier formuliert habe. Ich habe hier jetzt irgendwie etwas aktiviert, wo ich überhaupt nicht weiß, was es ist. Das macht jetzt die ganze Zeit blong, blong. Blong, blong. Das hier, dieses Proxy 130 HF. Ich habe gedacht, klickst mal drauf. Ich habe keine Ahnung, was das Kringkreisel da um mich rum. Keine Ahnung. Ja. Wir machen jetzt erstmal ganz kurz einen Prozess mit den Kollegen da oben. Wir wollen ja immer noch. Bin gar nicht da. Tarnte mich das? Den haben wir auch. Den haben wir auch. Die Map anmachen, dass wir die roten Punkte sehen. Also, wir haben ja immer noch die Mission, in diesen großen Tempel hier einzubrechen. Teil geortet. Ja, ich habe aber auch Gegner geortet. Weiß nicht. Irgendwie. So. Hey. Oh, jetzt umzingeln sie mich. Das war gut, dass ich mich von dem Metall... Verdammt. Scheiße. Aua. So. Ich bin ja zugegebenermaßen hier mit der absoluten schlimmen. Hi. Mit der absolut schlimmen. Krieg dich! Krieg dich! Hey, pass auf, ich trick's ihn aus. Ich bin ja absolut mit einer ganz schlimmen Haut-drauf-Taktik unterwegs und nutze hier gar nicht irgendwie was, das man anschleichen könnte oder dergleichen. Aua, hör doch auf. Tut doch weh, das macht man nicht. So, hinten haben wir auch noch welche. Sag mal, wie viel kommen denn aus dem Popeltempel raus, bitte? Könnt das mal aufhören, weil ich um Munition und so, weißt du? Muss mit der Munition haushalten, ganz definitiv. Ja, die gehen jetzt da gerade zurück durch ihren Haupteingang. Und wenn ich das richtig sehe, sind es nur noch die drei. Und dann habe ich diesen Tempel gesäubert. Bin ich gespannt. Also sie brüllen gerade um Teil geortet, ja. Ach, verdammt. Dann können wir nämlich hier in dieser Schlussfolge nach Möglichkeit, hier sind jetzt zwei Portale in diesem Tempel. Huza! Alter! Gerade mal ein Medikit reingehauen. Na, den haben wir auch. Und der letzte Kollege. Ah! Sackgesicht! Jetzt fall endlich mal um! So. Gut. So, Tempel ist uns. Ey, hey, die Tempel. Oh. Schatzkisten. Schatzkisten sind mir. Was geortet? Was hast du geortet? Hey. Mal hier irgendwas? Aufschießen? Nee, okay. Instabile organische Energie geortet.
Oh, Kacke, was ist das denn? Oh. Ja, nee, ach, so einen Baum hätte ich auch gerne im Garten. Das ist ja mal, das ist mal ausgefallen. Sehr schön. So, hier haben wir zwei Portale. Das freut mich alles riesig, dass hier super Munition ist. Da unten ist noch viel Munition. Okay. So. Also mir persönlich macht es in gewisser Weise auch Spaß, das Spiel. Mein Fazit kann ich ja so langsam in dieser Folge auch mal einflechten. Bin aber auch gespannt natürlich auf eures. Es ist so, dass ich schon auch ein Freund bin von diesem etwas oldschool angehauchten Charme, der hier... Warum ruft denn das seit neuestem hier so? Den dieses Spiel hier auf jeden Fall versprüht, den dieses Spiel hat. Was ich halt etwas über, wie soll ich sagen, so etwas überfordernd empfinde, sind diese 1480 Namen und null Erklärung, die man hat. Ich verstehe, dass man, wenn man auf einem fremden Planeten ist, einfach nichts kennt. Ja, dass das ein Phantasma und ein Frinzen ist und weiß der Geier was. Und eben nichts von dem, was man hier irgendwie kennt. Wenn ich aber das Inventar aufmache und hier augenscheinlich ein Gerät von uns, glaube ich, habe, was mir so, ne, irgendein Überbleibsel von uns ist, ein Proxy 130 HF, das klingt jetzt nicht nach Phantasma und Gedöns, nach Alien-Zeug, sondern das klingt irgendwas, was mir von der Erde mehr oder weniger hier... Ah, scheiße, 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 ich bin nicht ins Wasser, ich bin nicht ins Wasser, ich bin nicht ins Wasser, ich bin nicht ins Wasser. Sag mal. Na gut, geh mal doch ins Wasser. Wasser ist gut, Wasser macht eigentlich Spaß. Also, was wir irgendwie, glaube ich, von der Erde mitgeschleppt haben. Und dass wir da dann nicht irgendwie wissen, was das ist und wie ich das einsetze, dass ich da keine Erklärung bekomme, das finde ich so ein bisschen, ja, schade. Ansonsten... Wenn man mal länger nicht gezockt hat, mal länger eben nicht in diesem Spiel unterwegs war, dann ist eben auch die große Frage, findet man sich wieder zurecht? Also, hier ist ein Schlüssel, das ist okay. Findet man sich zurecht, ja? Wen muss ich jetzt eigentlich nochmal suchen? Okay, dafür hat man das Journal. Gibt aber auch übersichtlichere Varianten, also... Alles in allem. Ja, wir haben ja zum Beispiel noch diese Nebenquests, wo man diese eigenartige Pflanze für diesen Priester dort finden müssen. Also Sachen, das ist dann schnell verloren. Das merke ich jetzt gerade auch eben selbst, wo ich ein paar Tage nicht aufnehmen konnte. Ein paar Tage. Was geortet? Ach da. Nee, stabiler organisch, aber da unten ist noch was hier. Aua, ach ja. Sowohl diesen kleinen Sturz da überleben. Ja, irgendeine Ausrüstung hat er geortet, aber... Ja, was du nicht alles ortest, zeig mir es auch einfach mal an. Ja. So, hier, zack, 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 Muni. Ich hätte ja jetzt wirklich gern, oder ich hatte eigentlich so die leise, stille Hoffnung... Hatte die leise, stille Hoffnung. Das ist Dynamit, ne? Ja. Dass ich hier vielleicht mal eine neue Waffe finde oder sowas, aber ist nicht. Vor allen Dingen hatte ich eigentlich die Erwartung, dass wir hier einen Raum finden, den wir mit dem Schlüssel dann aufbekommen und da dann der pure Loot-Wahnsinn auf uns wartet. Aber das alles ist eher nicht so. Da drüben haben wir noch ein bisschen so eine Pflanze. Aber jetzt von dem Tempel habe ich mir mehr erhofft. Oben vielleicht was auf dem Dach und da hochkommt. Von dem Tempel habe ich mir jetzt echt mehr erhofft. Gerade ein wenig desillusioniert. Ich hatte hier den puren Loot wahnsinnig. Klar, wir haben hier wahnsinnig viel Muni gefunden, aber ich hatte halt wirklich Hoffnung, wir finden ja als Muni für irgendeine Waffe, die ich nicht habe. Moment. Da komme ich nicht hoch. Ist hier die Wand vielleicht ein bisschen weniger steil? Mach doch mal dein Jetpack an. Da oben komme ich nicht. Da komme ich nicht hoch. Auch wenn ich jetzt... Ich glaube, das Jetpack ist eh leer oder... Keine Ahnung. Geht gerade nicht. Mal kurz hochzoomen. Ich glaube, da ist nichts. Ich glaube, da ist nichts. Gut, dann blieben uns jetzt nur die Portale übrig.
Ich würde sagen, da gehen wir jetzt einfach mal durch. Das sind natürlich eventuell böse Portale. Wir wissen ja, es gibt welche, die direkt ins Feindeslager führen. Aber genau das wollen wir doch jetzt zum Schluss erfahren, oder? Darum geht's doch. Ja! Ja, ein wenig Schiss. Aber gut, was soll passieren? Das ist eh die letzte Folge. Wie gesagt, mein Fazit fällt so ein bisschen gemischt aus. Mir gefällt irgendwie diese Welt, mir gefällt das Erkunden, mir gefällt das Fremdartige, mir gefällt das Oldschool, wie Oldschool. Willst du mich verarschen? Ich. Ciao. Okay, nee, das hat keinen Sinn. Ich meine, jetzt einfach nur sterben gehen, ist ja auch kacke. Von daher, nehmen wir nochmal ein Medikit und gehen das andere. Also, da gibt es vieles, was mir gefällt. Es gibt eben aber auch vieles, was mir nicht so gefällt, was eben diesen Fluss im Spiel betrifft, der sehr, sehr schwierig ist. Eigentlich müsste man auf dieser Karte immer noch jemanden suchen. Ich wüsste aber auch nicht mehr, wo ich noch hinsuche. Leck mich doch am Arsch! Ciao! Ich möchte wieder zurück. Warte mal, oder? Warte mal, schaffen wir das hier? Das sind gar nicht so viele hier, oder? Instabile organische Energie geortet. Wie geht's so? Grüßen. Hi. Sei gegrüßt. Wer bist du? Du weißt nicht, wer ich bin? Nein, ich fange gerade erst an, die Wege der Schamas zu ergründen. Bist du Ferran? Nicht ganz, ich bin Kata. Aber alle hier nennen mich Ulukai. Oh, du bist der Ulukai. Bitte vergib mir, dass ich dein Symbol da nicht bemerkt habe. Wie konntest du das übersehen? So wie die Krieger darauf reagieren, könnte man glauben, es würde erschieß mich bedeuten. Ich bin Shamas Zagi. Naja, so eine Art Shamas. Was kann ich für dich tun? Heile mich, Info Mon. Ich bin gekommen, um einige Informationen über das Mon zu bekommen. Ich weiß nur wenig über das Mon, Ulukai. Der einzige Talaner, der etwas darüber weiß, ist Shamas Cape. Mögen die Jods ihn schützen. Okay, alles klar, ciao. Geheilt bin ich gerade. Gut, dass ich da jetzt ein Medikit verschwendet habe. Aber müssen was los. Okay, also hier wären wir dann in so einem Wüstengebiet. Das finde ich ja ganz interessant. Ich würde jetzt vielleicht dennoch sagen, bei der Menge an Leuten, dass ich einfach mal sage, ja. Also das wäre das Gebiet. Ich gehe jetzt aber unten nochmal durchs Portal beim Dorf. Beim Dorf hat man ja auch noch so eins. Dann haben wir die Portale alle mal gesehen. Jetzt muss ich nochmal eben, weißt du? Warte, oh, da oben sind ja auch ganz viele rote Pünktchen. Interessant. Achso. War das Dorf? War das Dorf? Das Dorf war da unten, ne? Also in die Richtung. Ciao! Verdammt. Scheiß Tempel. Was heißt hier verdammt? So nur Wasser. Was? Wie? Wo? Ach, egal. Ja, nee, klar, nee, ist viel zu steil. Da kommt man nicht aus dem Wasser raus. Das ist auch noch so ein kleiner Punkt. So Open World, schön und gut, ne? Aber. Also richtig Open World ist es halt auch nicht. Man hat immer diese Ladebildschirme. Ja, wenn man mal eine Fähre braucht, diese Geisterfähre hier, das ist sehr bedenklich. Aber so richtig Open World ist es halt auch nicht. Eben zum einen hängt man in jedem kleinen Felsen fest und zum anderen spinnen. Ciao. Nein, heute nicht. Meine Munition gehört nicht euch. Ich glaube, in Erinnerung zu haben, dass das Portal da unten auf der anderen Seite vom Dorf war, oder? Hi. Na? Genug Risi angebaut? Ich habe die Krieger ein bisschen dezimiert. Dementsprechend dürfte eigentlich der Risi-Verbrauch hier dramatisch sinken. Wenn ich fertig bin, sind sie alle arbeitslos. Ich denke, dann hat man auch was richtig Gutes getan hier. Stabile organische Energie geortet. So.
dann hoppeln wir da nochmal durch. Ich hoffe jetzt einfach mal in ein etwas friedlicheres Gebiet noch zu kommen. Na komm. Die anderen waren aber auch zu erwarten, dass es in böse Zonen führt, weil, naja, ne? Wir haben das ja nun mal mitten im Tempel der Krieger dort gefunden, das Portal. Thanus! Komm zu mir, Ulukai. Tatsächlich. Hi. Hallo! Ich wünsche dir einen guten Mond, Ulukai. Bist du zum ersten Mal hier? Ja, ich bin neu in der Stadt. Kann ich hier irgendwo mein Pferd unterbringen, einheben und mich amüsieren? ich weiß nicht. Entschuldigung, war nur Spaß. Ja, ich bin gerade angekommen. Ja, nun, hier gibt es viel Interessantes. Aber sei vorsichtig in der Stadt, Ulukai. Die Krieger suchen nach dir. Ich hoffe, du kannst es mit ihnen aufnehmen. Warten wir es ab. Ich muss jetzt gehen. Mein Phantasma ist in Gefahr. Ich habe die Schlüssel zu den Lagerhäusern der Krieger gestohlen und in der Stadt versteckt. Ich wäre diesen Mond beinahe erwischt worden, aber ich konnte gerade noch entkommen. Gut, dass ich dich noch getroffen habe, bevor ich untertauche. Dir wird doch nichts passieren, oder? Wir Wächter sind schnell, Ulukai. Anders geht's nicht. Jetzt muss ich aber los. Oh, du solltest versuchen, die Steuerzahlungen der Stadt zu stoppen. Das wird Feran sehr wütend machen. Mögen die Jods mit dir sein, Ulukai. Also da bekommt man dann zugleich einen neuen Auftrag. Ich meine, wir haben das alte Gebiet noch nicht... Ah, die Karte hat ein bisschen gebraucht. Wir haben das alte Gebiet ja noch gar nicht fertig entdeckt, beziehungsweise dort alles aufgeklärt. Und jetzt sind wir hier schon im neuen... Alter, das ist eine große Stadt. Und überall Wächter, wie wir sehen. Aha. Da haben wir Freund und Feind. Da ist irgendwie was Grünes, aber ich glaube, das waren immer diese Tiere. Okay. Metall geortet. Das gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Das gefällt mir ganz gut. Also die Stadt finde ich richtig schön. Und da sieht man dann halt auch mal, wie wenig wir erst oder wie sehr wir erst an der Oberfläche von diesem Spiel gekratzt haben. Da gibt es schon noch so einiges. Hier kann man sicherlich auch ein bisschen was looten. Die Frage ist, er hat von einem Schlüssel versprochen, den er in der Stadt versteckt hat, der zu den Lagerräumen der Krieger führt. Händler. Mal gucken. Was verkaufst du? Ich habe eine Frage. Wer sinkt direkt im Boden? Was verkaufst du? Hier ist alles zu verkaufen, aber im Moment habe ich nichts, was du gebrauchen könntest, Ulukai. Wo bin ich? Was verkaufst du? Talana lokalisieren. Okay, machen wir jetzt erstmal aus. Wir wollen einfach erstmal erkunden. Dachte ich. Fleischhändler. So. Stabile organische Energie geortet. Schön. Hier sind fliegende Orangen. Fliegendes Fleisch oder was? Ne, hier fliegende, keine Ahnung. Ja, da fehlt irgendwas. Jetzt hier so mal hoch. Kann man irgendwo mal rein, auch in die Häuser? Und mal auf die Mauer. Ja, sieht schon cool aus. Also sieht schön nach so einer Wüstenstadt halt aus. Ist cool gemacht, muss ich sagen. Ein bisschen mehr Leben wäre vielleicht noch nicht schlecht irgendwie. Was? Fremde Vegetation mit hohem Adrenalinniveau. Metall geortet. Metall oder so. Und die ganzen Wachen, die scheinen sich da hauptsächlich auf diese Burg in der Mitte zu konzentrieren. Organische Energie geortet. Ja, da oben, ne? Mal schauen, da hinten laufen Wachen. Ich würde die ja ganz gerne mal einholen. Warnung, schwache Energiequelle geortet. Was passiert, wenn man hier in der
Ja, na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Was? Hi. Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Er hat aber auch einen Standardtext. Sei Dank, du bist gekommen. Ja. Ja, wunderbar, nicht wahr? Darf ich fragen, was du so machst? Meine Brüder werden wahnsinnig neidisch sein, dass ich dich zuerst getroffen habe. Deine Brüder? Ich habe viele Brüder. Wir sind zusammen aufgewachsen, konvertiert worden und arbeiten alle in der gleichen Branche. Eine Branche, die allen Talanern Hoffnung und Trost gibt. Und welche Branche soll das sein? Wir alle verkaufen heilige Gegenstände der Jods an die, die sie haben möchten. Schon seit vielen Monaten gibt es diesen Handel mit heiligen Gegenständen und jeder, der einen besitzt, fühlt sich, als hätte er einen Teil der Jods bei sich. Du hast einen Teil meiner Sachen. Das ist ja großartig. Darf ich mal sehen? Aber natürlich, Ulukai. Ich wäre hocherfreut, dir einige dieser Gegenstände verkaufen zu dürfen. Die Jods-Sachen sind... Hey, jetzt warte einen Moment, Kumpel. Moment. Du willst mir die Sachen verkaufen? Sie gehören mir. Ich kann verstehen, dass du dich aufregst, Ulukai. Aber wenn du erstmal unsere Geschichte gehört hast, wirst du verstehen, warum wir Zorkins dafür verlangen müssen. Sogar von dir. Ich werde meinen Brüdern Bescheid sagen, dass du schon bei mir warst, damit sie sich auf deinen Besuch vorbereiten können. Objekt kaufen, aktuelle Preise. Geschichte, aktuelle Preise. Wie viel willst du für den Krempel haben, du Komiker? Was ist mit dir los, Ulukai? Hast du die ganze Zeit geschlafen? Kein einziger Talaner scheint dich mehr zu fürchten. Kaum jemand kommt vorbei und kauft einen heiligen Gegenstand. Nicht mal zum Billigtarif. Könntest du ihnen nicht ein wenig Angst machen? Ich muss doch mit meinen Brüdern mithalten können. Objekt kaufen. Waffen kaufen. AKP-12 Erweiterung. FT-74X. LN Duo 500. FT-74X. Du hast nicht genügend Geld, um zu kaufen. Wie viel Geld habe ich denn? Was habe ich denn überhaupt? 1180. Also, wenig ist das doch gar nicht. Waffen kaufen. Was kostet die hier so? Kaufen LN Duo 500 gleich 750. Komm her damit. Hier hast du deine verfluchten Zorkins. Ich weiß nicht, wozu sie gut sind, aber ich hoffe, du verbreitest damit Furcht und Schrecken. Ja. Okay. Jetzt haben wir also. Los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Haben wir also theoretisch eine neue Waffe. Ich weiß noch nicht, wie ich sie ausrüste, aber sonst alles gut. Lass mal kurz gucken. Also Moment, auf der 1 habe ich noch immer das da. Ach, na da. Los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Aha. Na los, nimm dir deine heiligen. Halt die Fresse! Ich habe satte 3 Schuss. Das ist doch super, oder? Habe ich doch genau die richtige Waffe geortet. Also die heiligen Gegenstände sind in der Tat eben die Ausrüstung aus meinem, ne, von meiner Expedition sozusagen. Ja, schon klar. Darum laufe ich da ja hin. Die Frage ist, was mich jetzt mehr irritiert hat, als dass die meine Sachen verkaufen, ist, weil der was davon. Oh. War das nicht? Scheiß, dieses Gerät. Okay, das ist so ein Granatwerfer mehr oder weniger, aber hat eine ganz, ganz beschissene Reichweite. Okay, haben wir. Du Arsch. Aufpassen, wo du dich hinstellst. So.
Easy. Alter Finne, okay. Vasen braucht er ja nicht, habe ich gehört. Ach wie? Die gehen nicht kaputt. Hm. Also, was mich mehr irritiert hat, als die Tatsache, dass die meine Sachen verkaufen, ist die Tatsache, dass die, dass der gesagt hat, der sei schon seit vielen Monaten da. Was geortet? Ausrüstung geortet? Ach, egal. Ich wollte nochmal ballern gehen. Metall geortet brauche ich gerade nicht. Gib mir nochmal die andere Wumme. Einen Schuss habe ich da ja noch. Ich würde den gern einmal sitzen. Wie denn? Oh, da! Oh. Das ist. Das ist schwierig einzusetzen. Oh! Durch das Tor gehen wir noch. So. Haben wir. Den Dynamit kann man sicherlich auch irgendwie mal so machen, dass man irgendwie sich anschleicht, dann versucht das zu platzieren und dann wieder abhaut. Das sind alles so Sachen, da kann man sich sicherlich reinfinden mit der Zeit. Erst einmal geht es noch darum, dieses Portal noch zu erkunden, bevor wir uns dann erstmal aus Outcast abschieden. Alter. Bin gar nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Sieht aber geil aus hier. Eine Fresse. Schick. Hi. Hier ist dann Schleichen vielleicht doch mal angebracht. Hier. Einer da. Steh auf! Okay, sie haben mich dann doch gesehen. Ey! Was? Oh, ach du, Hilfe. Ja, okay. Das sollte dann wohl unser Untergang sein, aber wir haben nochmal viel gesehen. Träumchen. Aber die Welt gefällt mir hier sehr. Das sieht sehr, sehr abgefahren aus. Sehr düster. Richtig krass. Das gefällt mir wirklich gut. Ciao. Mist. Ich würde ja gerne noch hier ein bisschen erkunden, muss ich sagen. Aber wir haben jetzt von der Welt nochmal was gesehen. Ich würde sagen, dann ist an dieser Stelle. Oh, wow. Dann ist an dieser Stelle wahrscheinlich auch Schluss. Wir sehen uns in einem anderen. Schauen wir mal. Hoffentlich wieder. Ich bin gespannt auf eure finale Meinung zu diesem Spiel. Habe ich es eigentlich geschafft, mich umzubringen hier? Noch einmal versuchen, Spiel laden oder beenden. Wir gehen auf Beenden. Ja, das war dann das. Schauen wir mal zu
Outcast Second Contact. Bin gespannt auf eure Kommentare, wie es euch gefallen hat. In einem Schauen wir mal geht es ja immer darum, dass ihr eben schreibt, was ihr vom Spiel haltet und ob ihr mehr sehen wollt oder eben nicht. Haut das Däumchen nach oben, wenn es denn euch gefallen hat insgesamt. Und schreibt ruhig in die Kommentare rein, was gut war, was vielleicht nicht so gut war. Lasst es mich wissen, immer wieder wichtig, immer wieder gut bei diesen Schauen wir mal. Meine Meinung hatte ich ja schon so ein bisschen im Laufe dieser letzten Folge kundgetan. Schönes Setting, interessante Story, mit Humor gewürzt, Grafik ist stimmig in diesem Zusammenhang. Die Open World in Anführungszeichen ist so ein bisschen, naja, hakelig hier und da. Allerdings haben wir jetzt sehr, sehr schöne Maps noch quasi gesehen zuletzt. Besonders die letzte fand ich wirklich sehr, 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 sehr eindrucksvoll. Die hatte wirklich eine geile Atmosphäre irgendwo. Die Storyline und da dran zu bleiben und irgendwie da durchzublicken ist echt verworren und kompliziert, was sicherlich ein Stück weit beabsichtigt ist, ein Stück weit aber auch in meinen Augen unnötig verwirrend ist. Und die Benutzeroberfläche ist insgesamt eher sehr gewöhnungsbedürftig. Dazu stört mich die sehr fixe Kamera hinter dem Charakter, die dann beim Ballern auch immer noch ranzoomt, sodass man noch weniger Überblick hat und gar nicht rauszoomen kann, wenn man mal Überblick braucht und so. Es sind so ein paar, ja, es sind so ein paar Punkte, die dann letzten Endes auch auf der Minusliste stehen. Insgesamt, aber insbesondere, denke ich, für Leute, die Outcast geliebt haben in seiner alten Fassung, sicherlich einen Blick wert, da dann mal reinzuschauen und das alte Feeling nochmal aufleben zu lassen. Ich denke, das haben sie ganz gut transportiert bekommen, ohne dass ich das alte Outcast gespielt habe. Aber das habe ich auch so euren Kommentaren entnommen und so ein bisschen, wie gesagt, dieses Oldschool-Feeling kommt ja auch während des Zockens auf. Also, das war so mein Fazit zum Spiel. Ich bin gespannt auf eure und wir sehen uns in diesem oder in einem anderen Let's Play hoffentlich wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.